grüne Aspekte sind extrem wichtig für einen innovativen Facility-Management-Dienstleister. Wir fokussieren uns auf grüne Linien in der Gebäudereinigung, grüne Linien in der Technik, Energieeinsparmanagement, Energieausweis, Energieberatung, Energiereduzierung und auch in unserer Fahrzeugreinigungsthematik auf grüne Reinigungsprodukte und auch Ökologie an sich spielt für die DB in Summe eine große Rolle. Nachhaltiges Management ist die Frage. Es geht los beim Nutzerverhalten, es geht los bei der eigenen Fahrzeugflotte. Es ist ein Haltungsthema, was einerseits für uns nach innen gilt, aber auch für unsere Kunden nach außen gilt. Das heißt, überall Bewusstsein schaffen für Nachhaltigkeit, für umweltschonende Aktivitäten. Also ich würde sagen, unterscheiden tun sie sich gar nicht. Auch die Anzahl täuscht ein bisschen über die Größenverhältnisse hinweg. Wir machen 90% internes und 10% externes Geschäft. Ich würde sagen, die Differenzierung ist in den Branchen. Wir haben Immobilienkunden, wir haben Industriekunden und wir haben Kunden für die Fahrzeugdienstleistungen. Und da sind die Differenzierungsmerkmale. Und ich glaube, wir brauchen alle. Und unser Wachstumssegment ist im Immobilienbereich und im Industriebereich eigentlich gesehen im Augenblick. Die DB in Summe und auch die DB Service im Speziellen engagiert sich sehr für Integration von Schwächeren in dieser Bundesrepublik. Wir haben große Programme, Chance Plus nennen wir das, wo wir Angelernte, Ungelernte in unser Unternehmen integrieren. Und in diesem Kontext haben wir auch dieses Jahr schon 6 Flüchtlinge, haben für November 12 Flüchtlinge bei uns im Programm, wo wir wirklich wollen, dass sie bei uns im Arbeitsalltag integriert werden. Das werden wir perspektivisch aufbauen und ausbauen, aber im ersten Schritt müssen wir noch ein bisschen üben, alle miteinander, das ist noch nicht ganz so trivial. Also es gibt Partnerinnen in verschiedenen Richtungen, einerseits mit Kunden, einerseits mit Lieferanten und drittens auch mit Partnern auf gleicher Augenhöhe, also sprich mit Dienstleistern. Es funktioniert überall, wenn die Bereitschaft da ist, gemeinsam Dinge zum Besseren zu bewegen. Und das klappt im Kontext der Digitalisierung, brauchen wir sowieso viele Unterstützung von allen möglichen Playern in dem Markt. Und wenn wir auf Augenhöhe agieren, klappt das immer hervorragend und mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen. Also muss sagen, hätte ich nicht gedacht vor 5 Jahren, hätte ich völlig anders geantwortet. Aber mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, nur über Partnerin geht das. Und man hat natürlich immer noch seine Abgrenzung zum anderen. Das muss natürlich sein und jeder hat sein eigenes Skillset. Aber in Summe sind wir mehr wert dann, wenn wir gemeinsam arbeiten.